Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier auf meinem Zweitkanal bei YouTube. Ich werde das Video übrigens auch auf meinem Hauptkanal The Handyman in der Story verlinken, wenn die Story-Funktion wieder geht. Von daher kommt vielleicht auch der ein oder andere hier von meinem Hauptkanal auf das Video. Ja, es geht darum, was baue ich eigentlich in diesem Jahr an? Was habe ich bisher vorbereitet? Wir haben heute den, ja, muss ich mal gucken, was ist heute? 18. Februar. Das Video kommt auch gleich online. Jetzt möchte ich euch erstmal zeigen, was ich hier in meinem Pflanzenzelt alles drin habe. Auf der Fensterbank habe ich auch noch ein bisschen was, da gucken wir auch gleich mal nach. Und ja, ich zeige es euch einfach mal mit der Kamera hier so ein bisschen rein. So sieht das Ganze hier aus. Schaut mal hier. Hier haben wir übrigens auch eine Tomate. Die hatte ich jetzt, ich weiß gar nicht, schon viel, viel länger vorgezogen für ein anderes Video mal, was ich euch zeigen wollte. Und hier sind auch tatsächlich Tomatenfrüchte mit dran. Ja, sieht ganz gut aus. Hat also wirklich gut geklappt hier in dem Pflanzenzelt. Dadurch, dass ich das zumachen kann, kommt hier auch nicht so viel trockene Heizungsluft rein. Und ja, hier habe ich noch eine weitere Tomate, die ich vorgezogen habe. Natürlich viel zu früh. Für die oder um die Tomatenpflanzen geht es auch jetzt nicht darum, dass die jetzt nach draußen kommen, sondern das war einfach ein Experiment für ein anderes Video. Ja, dann haben wir hier, wie man unschwer erkennen kann, Kartoffeln. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, dass ich die Kamera auch richtig halte. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich hier in diesem Zelt auch Kartoffeln anbauen kann. Wie es aussieht, funktioniert das ganz gut. Ein weiteres Projekt haben wir hier auch noch. Das ist meine Paprika, die ich überwintert hatte. Ich hatte hier noch eine zweite Paprika drin, die ich erst sehr spät von draußen hier reingeholt habe. Und leider waren da ja, Schädlinge dann dran, die auf diese Pflanze übergesprungen sind. Die größere Pflanze habe ich entsorgt. Die konnte ich soweit halbwegs retten. Ja, hoffen wir mal, dass die jetzt im Frühjahr dann wieder gut und neu austreibt. Aber was habe ich jetzt hier noch? Ja. Hier habe ich einmal Peperoni, Jalapenos, Paprika, hier zum Beispiel Aubergine, die ich anbauen möchte. Das sind Sachen, die habe ich jetzt einfach schon vorkultiviert, weil das immer etwas länger dauert. So sehen die aktuell aus. Ja, dieser hier macht heute Morgen nicht einen ganz so guten Eindruck, wie man sehen kann. Den werde ich wahrscheinlich entsorgen müssen. Ich hoffe aber, ich kann ihn noch retten. Also hier dieser kleine Überblick. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich in der Fensterbank habe. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen geplant. Die habe ich hier noch liegen. Das zeige ich euch vielleicht einfach später mal, was ich da anbaue. Ja, hier habe ich auch noch mal Paprika. Da habe ich wirklich ein bisschen mehr dieses Mal gemacht. Auch unterschiedliche Sorten. Ein paar werde ich vielleicht auch einfach irgendwo weitergeben oder verschenken. Meistens hat man ohnehin immer viel zu viel. Ja, was haben wir noch? Hier habe ich noch ganz normal Chili jetzt ausgesät. Sieht gerade ein bisschen wüst aus. Aber ich denke, jeder von euch, der auch was anbaut, ja, irgendwann stehen alle Fensterbänke voll und wohin mit dem Kram? Dann fängt man an, es zu stapeln. Hier zum Beispiel habe ich noch Zwiebeln drin. Irgendwo anders habe ich auch noch einen Pott mit Zwiebeln, die ich jetzt aussehen möchte. Hier zum Beispiel steht auch noch was. Die habe ich etwas schattiger jetzt gestellt. Paprika. Ja, das ist aktuell der Stand, wie es bei mir aussieht mit dem Gemüseanbau. Schreibt einfach mal in die Kommentare rein, was ihr so anbaut, ob ihr schon ausgesät habt und wie weit es bei euch ist. Also bei mir kann man sagen, dieses Jahr bisher gemacht. Die Tomaten können wir mal streichen. Das war wie gesagt einfach nur ein Test. Werde ich aber jetzt in den nächsten Wochen dann auch noch mal aussehen oder vorziehen die Tomaten, weil Tomaten möchte ich auf jeden Fall auch haben. Ja, aktuell Aubergine, Chili, Peperoni, Jalapenos. Paprika, habe ich das gerade schon gesagt, weiß ich gar nicht. Aubergine auch, das hatte ich schon gesagt. Ausgesät Zwiebeln habe ich jetzt schon vorgezogen, da hat sich aber aktuell noch nichts getan. Die haben also noch nicht gekeimt. Ja, jetzt muss man abwarten. Ich will jetzt Brokkoli noch die nächsten Tage machen. Möhren will ich noch anbauen, Radieschen wohl auch noch. Ja, ich habe mir sehr, sehr viel vorgenommen. Mais, Zuckermais noch. Obwohl, jetzt verrate ich euch ja doch wieder, was ich noch die nächsten Tage aussehe. Egal, ihr werdet es hier auf jeden Fall in dem Video sehen. So, das war mein kurzes Update, weil immer mal wieder auch Fragen auf meinem Hauptkanal kommen. Was baust du dieses Jahr an? Was kriegen wir an Videos zu sehen? Die Sachen, die ich hier anbaue, werde ich auch in der Regel natürlich mit einem Video verfolgen und euch dann auf meinem Hauptkanal The Handyman wieder zur Verfügung stellen. Ja, das war mein Video für heute. Macht's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao, ciao.